Scheiße, ich bin in der nächste Tür drin. Ja. Oh Mann, alles satanische Scheiße hier. Ich hab keinen Bock mehr. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir The Experiment Escape Room. Wie ihr wisst, habe ich damals schon mal ein paar Escape Rooms in VR gespielt und habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen den Kopf anzustrengen. Natürlich ist es umso besser, wenn man das nicht alleine macht, sondern mit anderen zusammen, und da findet sich die Möglichkeit, dies auch in Multiplayer zu spielen. Die freundliche und allseits bekannte Chinny J ist natürlich auch dabei. Und ich bin gespannt, ob wir das in der gegebenen Zeit auch schaffen. Seid ihr dabei? Let's do this. So, das ist hier die Lobby. Und so. Und das ist Chinichi. Ja, du kannst auch reden, du musst nicht nur winken. Hallo. Also, The Experiment Escape Room. Ist ein Level von vielen oder ist es nur ein Level? Das ist ein Level. Von vielen, von ein paar. Von vielen. Ja, es gibt mehrere, aber das hier ist so ein Level. Okay. Wir haben ein Zeitlimit von wie viel? Ungefähr 1,5 Stunden, glaube ich. 1,5 Stunden. Ja, das sollten wir in weniger schaffen, denn wir sind ein Profiteam. Mal bei Phasmophobia gesehen. Okay, ich lese mal vor. Beim Besuch eines renommierten Arztes bemerken Sie, dass etwas in seinem Büro nicht stimmt. Bevor Sie erkennen können, was los ist, setzt er Sie unter Drogen und Sie fallen dadurch in einen tiefen Schlaf. Kenne ich. Mache ich auch immer in meinem Job. Als Sie aufwachen, sitzen Sie auf einem Stuhl in einem Hinterzimmer und können das Gebäude nicht mehr verlassen. Ja, genauso wie bei mir. Sie erkennen schnell, dass der Arzt ein Experiment mit Tieren und Menschen durchführt und dass Sie sein nächstes Objekt sein werden. Können Sie herausfinden, was los ist, und fliehen, bevor es zu spät ist? Können wir? Ja! Okay. Let's go! Bist du denn? Oh Gott! Ich sehe deine Hände jetzt! Ah! Okay, wir hatten vorhin das Problem, dass man die Hände nicht sehen konnte. Spooky Musik. Und also, deine Arbeitskleidung hier. Warum nicht Arzt? Weil ich bin der Arzt. Okay. Ach so. Ach, der Arzt bist du. Okay, verstehe. Ich habe ihr schon mal erzählt, dass ich dieses Spiel schon mal versucht hatte, aber nicht allzu weit gekommen bin. Aber ich glaube, ich erinnere mich sowieso nicht mehr, was ich damals geschafft habe. Sag nochmal was? Ja, wir probieren einfach. Ja, wir probieren jetzt einfach mal. Also da hinten rollt so ein Blutgefäß. Das ist mir aus der Hand gefallen. Was, wo? Ja, da. Du meinst ein Rollgefäß. Das ist ein... Ein... Verdammt, wie heißt denn das nochmal? Ampulle? So. Reagenzglas? I don't know. Ja, das könnte auch ein Reagenzglas sein. Machen wir jetzt da... Oh, fuck. Also man kann jetzt doch da so reinschieben, oder nicht? Nee, das... Ja, aber das lag hier vorne dran. Ach so. Okay. Hier ist ein Schlüssel. Achso, wir haben hier noch eine Zeit, gell? Fuck, das schaffen wir nie, wir werden hier alle sterben. Ach Quatsch. Brauchen ein Schloss. Denk nach, Alex, denk nach. Wir haben das schon mal geschafft. Also, zumindest haben wir es geschafft, aus diesem Raum rauszukommen. So, guck mal, hier ist ein Schlüssel. Ein großer Schlüssel. Den Schlüssel brauchen wir, um hier rauszukommen. Okay, ich leg die mal aufs Bett. So, die Tür. Aus der Tür kann man raus. Jetzt. Jetzt schon? Ja, mit dem Schlüssel kann man die Tür aufmachen. Nicht die Tür. Nein, nicht die Tür. Die Kocherklemme wird... Nein, ist es eine Kocherklemme? Ich weiß nicht, da müsste ich den Tobi fragen. Der kennt sich mit sowas aus. In den Spinden ist auch nix. Oh. Formel. Ah, guck mal. Ja, Mathematik. Hier auch. Aber es ist immer das Gleiche. Okay. Oh nee, es sind doch mehr. Es sind verschiedene Formeln. Sammeln wir die mal. Ich hoffe, du hast in Mathe gut aufgepasst, weil... Nee.
Nee. Mathe, ne, war gar nicht mein Ding. Muss halt auch alle Schränke aufmachen. Ja, ich hab da schon reingeguckt. Ach so. Was sind das? Hast du hier reingeguckt? Ja, die habe ich abgehängt. Das waren die, wo auf der Pinding. Nee, da habe ich noch nicht reingeguckt. Okay, eine Ampulle mit A drauf. Ich schätze mal, weil ich vorhin beim Vorbeilaufen gesehen habe, dass da ein A reinkommt. Ein A steht. Und auf dem Schrank steht MO und AR. Mo. Vielleicht hat das was mit den Formeln zu tun. Ah, hast du das Blutröhrchen hier reingesteckt in die Blutanalyse? Ja, da stand A drauf. Ja. Nee, hast du nicht. Nee, das nicht, weil da steht kein A drauf. Das geht nicht, weil da kein A drauf steht. Oh, wie bescheuert. Kannst du nicht einfach wahllos irgendwelche Ampullen reinmachen? Nachher entwickelst du damit das Virus von Resident Evil. Ja, mach nix. Damit kann ich leben. Und man kann alle Röhrchen rausnehmen, ne? Ernsthaft? Also die Formeln sind hier an der... Hör auf damit! Oh Mann! Ernsthaft? Wie sieht denn das jetzt hier wieder aus? Gut. Kann man das nicht hier schon aufmachen? Oh, doch. Oh ich Gott, hab doch... Hörst du mir eigentlich zu? Hab ich doch vorhin gesagt, dass man da raus kann. Frauen. Wie bitte? Ich versuche gerade, die mathematischen Gleichungen hier zu... Ja, können Sie sich bitte auf den Stuhl setzen? Ich würde Ihnen gern ein bisschen Blut abzapfen. Nee, du wirst mir nix reinstecken. Ich habe etwas. Was? Ich weiß nur nicht, was ich damit anfangen soll. Ich bin nah dran, ich spüre es. Diese untere Formel hier, die sieht man hier, nur dass hier das B plus C gleich A bedeutet, genauso wie hier. Die sieht man hier, aber das fehlt hier, das A plus B geteilt durch 2 gleich C. Und dieses hier, das sieht man hierhin. Mhm. Ja, keine Ahnung, was ich damit... Ja, ich dachte, Oh Gott. Joch. Das ist schon ein bisschen gruselig. Guck mal, da ist Moment, überall. Mach mal Licht an, damit du dich hier sicher fühlst. Aha. Hier sind viele EKs, also Erythrozytenkonzentrate. Blutbeutel, kannst du auch sagen. Ja. Also ich glaube, so typisch Escape Room muss man wirklich alles durchsuchen, oder? Ja, 100 Pro. Okay, viel Spaß. Was? Du machst mal schön mit hier. Ich guck mich jetzt hier noch außen. Mal irgendwas finden. Oh. Oh, was war das? Warst du das? Ja, das war ich. Ich hab irgendeinen Keycode angefasst. Wo bist du denn? Warum lässt du mich hier alleine? Ich glaube, hier passiert nichts. Bezweifle, dass irgendwelche Horrormaschinen kommen. Ach nee, da ist nur einer, der mit uns Experimente machen will, aber kein Problem. Ja, Plot Twist, am Ende bist du's. Oder du. Nein. Oh, hast du noch Blutkonserven gefunden? Nee. Weil ich glaube, die kann man hier so anhängen, warum auch immer. Okay. Und die bleiben dann da auch fest. Ja. Also man kann die nicht umtauschen. Hast du auch auf dem Schrank geschaut? Ja, aber ich hab's noch nicht ganz gesehen. Wir müssen zu okay, klein. Okay, ich muss mal springen. Nee, nichts gesehen. Glaub mir, in Wirklichkeit sieht das noch viel schlimmer aus. Mann, ich bin damals genau hier an der Stelle verzweifelt. Wenn wir uns logisch hier den Schaltkasten uns anschauen, logisch, dann fällt mir auf, dass ein Kippschalter fehlt. Ja. Mhm. Okay, wir müssen so einen kleinen Ödl finden. Okay, meinst du, der ist hier drin? Na, wahrscheinlich eins von diesen Safes hier. Wow! Was machst du denn? Muss das denn so in brutalen... Ton haben? Kann es nicht einfach so machen oder so? Nee. Krass. Okay, krass. Wie so ein Vorschlaghammer. Boah, krass.
Lass uns jetzt einen Hinweis geben, okay? Ja, okay. Der Spiegel im Schrank des Hausmeisters verbirgt ein Geheimnis. Wenn er nur nicht so dreckig wäre. Nächster Hinweis in 300 Sekunden. Oh Mann, wir haben der da Spiegel im Schrank des... Ja, komm mit. Ach so. Ach, wir können haben auch putzen. Lappen und... Ja, du kannst... Oh, wie machen. Das hier wieder aussieht! So, da hast der Spiegel. Du den Lappen? Ja, mach mal das da sauber. Ist das ein Spiegel? Nee. Mach das ja, mal. Ja, hier. Das ist doch kein Spiegel. Ich dachte, das ist eine Tafel, dachte ich. 5, 6, 4, 9. 5, 6, 4, 9. Das ist doch kein Spiegel. Die kennen die Definition von Spiegel wahrscheinlich nicht. 5, 6, 4, 9. Yes. Und was oh, drin? Guck mal hier. Ein D. D, das. Und so. Ein Schlüssel. Schlüssel, okay. Für die nächste Tür, maybe. Ah, warte, warte, mach den Schlüssel mal hier auf. Ah, ajo, ich hab Lappen. Ja. Oh, und Batterie. Batteries. Und der Schaltknopf. Von hier. Und der Schaltknopf. Und? Nee, anmachen, oder? Ist es... Ach ja. Ah, warte, man muss... Runter. Ja, mach mal. Und die Batterie... Ah, vielleicht die Batterie für das Ding hier. Aber gemacht hat es jetzt nichts, oder? Was ist denn das da? Also auf jeden Fall tue ich jetzt mal die... Die Dingsprobe. Muss man die Batterie... Nee, das, da kommt keine Batterie hin. Aber die Dingsprobe mache ich mal hier rein. Dass wir die nicht irgendwie... verlieren. Scheiße! Wo ist das A jetzt hin? Gerade sage ich es, dass wir es nicht verlieren. Und jetzt, wo ist die Ampulle mit dem A drauf? Wer hat's verloren, der? Gibt's hier irgendwo einen Lichtschalter, maybe? Ah, da ist was, da ist was! Geh weg, geh weg, geh weg! Nein, Spaß. Wo denn? Oh, Mann. Tür geht auch nicht auf. Da kommt man noch nicht rein. Kann man das Licht hier anmachen? Ja. Warte, warte, versuch's nochmal. Ich mach die mal runter. So, jetzt? Nee. Geht nicht, nee. Oder ich verstehe den Schaltkasten nicht so ganz. Ja, irgendeine Kombination. Warte. Kombination, Strichcode. Ich hab's. Okay. Mach die Dinger so, wie ich sie sage. Okay, erstes. Hoch. Mhm. Runter. Ja. Okay, umgekehrt. Okay. Alles umgekehrt machen. Ja, aber warte mal. Probier doch erstmal den Lichtschalter hier. Nee. Wie, alles umgekehrt, okay? Runter hoch. Also eigentlich müsste ja ein Ton kommen, wenn wir etwas richtig gemacht haben. Hoch, runter. Jetzt. Die Lichter sind an. Ja! Oh! High five! High five! Geil. Geil. So. Oh, ich sehe schon den nächsten Code. Ja. Hier. Das sind Zahlen. Oder zumindest 3, 4, 5. Zum Beispiel. 1, 1, 1, 3, 2, 3. Okay. Einer ist für die Tür bestimmt. Wie kommst du auf 1? Naja, hier. 1, 1, 1. Wie jedes Regal ist. Ja, aber das sind 3. Bei maximal könnten 3 Bücher in jeder Reihe sein, also insgesamt 9, weil die maximale Zahl nur 9 beträgt. Ja. Also warte, ich sag's immer vor. Mann, was fängt an mit einer 8 oder hast du die eingegeben? Nee, das ist falsch. Also die erste Zahl ist 5. Okay, Moment, so. 5? Was? 5, okay. Dann... auf die 5 nicht drauf. Wie? Jetzt.
Warte. Jetzt 5. Okay. Warte. 6. 3. Ja. 8. Nope. Okay, merken wir uns nochmal. Es gibt noch andere Keypads, deswegen. 5, 6, 3, 8. 5, 6, 3, 8. Zähl aber auch nochmal durch, ob ich wirklich 5, 6, 3, 8 habe. 5. Zu dumm zum Zählen bin. 6, 3, 8. 5, 6, 3, 8. Okay. Nee. Scheiße. Uff, das ist auf jeden Fall ein Code. Da ist noch eins. Ach, das hast du noch nicht. Nee. Der Code wird Ihnen gemalt, in Sichtweite dargestellt. Ja, toll. Das wissen wir doch. Ist es der? Gemalt, in Sichtweite dargestellt. Also ich denke halt wegen Bildern gemalt und in Sichtweite, ja. Herzkeks. Toller Tipp. Oh mein Gott. Was? Ich hab's. Was? Komm her. Komm her. Oh, ich ahne was, ich ahne was. Stell dich mal weiter weg. Guck mal, das ist eine 7, das erste. Das andere ist eine 9. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Und das letzte ist eine 3. Ich hatte es vermutet, aber ich dachte, das wäre viel zu einfach. Also 7, 9, 1, 3 würde ich sagen, ganz banal. 9, 1. Probier's ja. mal. Ja, ja. Oder eine 4. Das könnte auch eine 4 sein. Müssen wir ausprobieren. Also 7 auf jeden Fall, ne? Ja. Eine 9 auch. 1 und... Achso, eine 4 könnte es auch sein, ja. Das ist eine 4, weil 9, dann wäre das ja zu. Ja. Ja. Also 7, 4. 1, 3. Okay. Yes! Ja! Sehr cool. Nice! Okay, let's open oh Gott, the fucking oh Gott, door. Oh was? Gott, was oh denn? Gott, oh Gott. Oh, oh Gott, Mann! Rein, mach das nicht! Du bist was? Schon nicht mal reingekommen. Das ist doch was ganz Normales. Na und? Guck mal, süße Füße. Kli, 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 kli. Oh Gott, und guck mal, da hinten ist der Experimentraum. Boah, Alter. Oh nee, man kann die Leichendinger aufmachen. Ach, geil. Oh nee, das ist voll nicht mein Ding. Das ist wie bei oh, der nee. Arbeit. Oh, guck mal, da ist ein Hund und ein Panda und ein Tiger und Elefanten. Oh, ich befürchte was, da sind Bilder mit Tieren drauf. Ah ja, die machen doch Tierexperimente auch. Guck mal, ich hab eine Brille. Also guck mal, hier für dich, Alex, ne? Maske muss sein. Oh, danke. Und hier sind nochmal die Gefäße. Rot, Gelb und Grün. So. Keine Ahnung davon, außer dass da welche fehlen. Okay, wenn du Instrumente findest, sag Bescheid. Jupp. Ich mach erstmal die Schränke weil auf. Die muss man, glaube ich, hier hinzufügen. Oh, man kann sogar unten. Nein, ich sag dir nicht, was ich gesehen habe. Was? Nichts. Was nicht mal irgendein Genital. Ah, okay. 6, 9, 2, 3. Oh, guck mal, hier ist ein Gerät. Ein Instrument. Ein Instrument, okay. Und das müssen wir wahrscheinlich hier drauflegen. Boah, ich will eigentlich da keine Leichen sehen, ne? Warum machst du das eigentlich nicht? Weil es witzig ist, dass du es dennoch machst. Noch ein Gerät. Instrument. Gerät. Hier. Okay. Noch eins. Es sind immer die gleichen Instrumente. Oder? Weiß ich nicht, aber ich kann die hier hinzufügen. Wo hast du das andere? Warte, ich bring's. Hier, auf den Boden. Ah. Und da ist nichts. Nee, es sind unterschiedliche. Echt? Ja. Jetzt fehlt nur noch eins. Eins fehlt noch. Hier steht ja Onskull. Ja, das da sind ja überall. Tiere drauf. Ja, aber wir haben doch ein Safe, wo ein Schädel drauf ist. Ah, Deswegen Elefant, Panda, Hund, Katze. Komm gleich wieder. Hey, was ist das denn? Ah doch, das ist ein Hund. Und das ist keine Katze, das ist ein Tiger. Ja, gehört zu der Familie der Katzen.
Elephant ist acht. Auf Englisch 8. Panda trotzdem. 5. 5. 3. 3. Tiger. 5. Nee. Leider nicht. Noch 24 Minuten, bevor wir ausgerottet werden. Ja, geil. Hast du den Füße-Code schon mal probiert? Nee, sag den mir mal. Also eine, oh Gott, ich erkenne es nicht, eine 6. Ja. 9. 2. 2. 6, 9, 2, 3. Nee. Probier's mal hier. Ich hol den nächsten Hinweis, okay? Okay. Sie können nur ihre Füße sehen. Ja, toll. Sie können nur ihre Füße sehen. Sie können nur ihre Füße sehen, ja. Hm. Ja schon. Aber es sind bestimmt dann die Füße und nicht die Etikette. Ja, ja. Das kann sein. 19 Minuten, Ali. Oh Mann. Was hast du gemacht? Nix. Warum? Was war hast du, das? Hast du das nicht gehört? Doch. Oh Gott. Was passiert jetzt? Habe ich irgendwas entdeckt? Nee, oder? Oh, ich glaube, weil das... Die letzten... Ja, die letzten 20 Minuten. Oh Mann, Panik! Echt so. Oh, ich will nicht, dass der uns an uns Experimente dass der durchführt. Uns isst. Mann, das kann doch nicht sein. Mann, Mann. Der rechte Fuß gibt die Reihenfolge und der linke Fuß gibt die Ziffer vor. 9, 3, 6, 3. Warum ist es dann falsch? Wir haben 6, 9. 9, 3, 6, 2. Ach so, die Schilder geben die Reihenfolge an. Ach ja! Ja. Oh Mann, da hätten wir drauf kommen können. Weil wir dumm sind. Yes. Hier, bei mir ist es. Okay. Will ich aufmachen. Ich mach auf. Auf. Da, das letzte Werkzeug. Okay, oh, Instrument! Instrument. So, und was passiert jetzt? So, eine Nachricht. Und? Julius Caesar erfand eine Methode, um die Nachrichten zu verschlüsseln. Um eine Nachricht zu entschlüsseln, ersetzt man jeden Buchstaben durch den Buchstaben, der sich im Alphabet 3 Positionen nach ihm befindet. Okay, das hat was mit dem Code hier zu tun. Aber was für ein Wort? Scheiße. Nein, bei mir hat es aufgehängt. Oh nein. Also ich sehe dich noch bewegen. Ja. Aber die Stecker stecken, mein Game hat sich nur aufgehängt. Oh, ich brauch dich hier. Ich kann das mit dem Alphabet nicht so gut wie du. Das wird nix. Oh, ich werde sterben, weil ich das Alphabet nicht... Oh Mann, E, E. Was kommt vor E? 3 Stellen zurück. D, C, B. B gibt's nicht, okay, hat sich erledigt. Ach komm, lass mich zurück. Das lädt auf jeden Fall. Ich hab was gefunden. Was? Etwas, was man in den Mikroskop reinstecken kann. Wo? Das war irgendwie auch in dem Schächtel drin. 1981! Okay. Ah, das sind Buchstaben. Mach mal. On Skull 1981. 1981. 1981. 1981. Kannst du mich einladen? Gibt's doch nicht. Oh, ich werde so sterben hier. 1981. Was soll das mir bringen? Der Druck ist so hoch, ich kann mich nicht konzentrieren. 1981. Was bedeutet 1981? Hast du überall ausprobiert? Ja. Habe ich es eigentlich hier ausprobiert?
1, 9, 8, 1. Ah, der 1 habe ich vergessen! Ich habe das Ding mit der Batterie gefunden. Echt? Ja, aber irgendwie geht das nicht. Ich hol nochmal. Scheiße! Ich bin die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. 5 Minuten 20. 5 Minuten 20, wie er mich wohl töten wird. Ob das dann einfach zu Ende ist oder ob dann Gas reinströmt? Boah, keine Ahnung, vielleicht holt er dich auch. Oh, hör doch auf, sowas zu sagen. Ich habe eine Taschenlampe. Was bringt mir jetzt eine Taschenlampe? Ist das? Überleben, Taschenlampe. Eine normale Taschenlampe? Ja, die Licht macht. Ah, ich hab's. 5, 6, 4, 9, 5, 6, 4, 9. Nein, 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 nein! 5, 6, 4, 9, 5, 6, 4, 9. Please don't die! 5, 6 sind viel zu viele. Viel zu viele Zahlen. 5, 6, 4, 9. 5, 6, 4, 9. Auch nicht. Keine Ahnung! Kacke! Mann! Ah, das könnte capped. 3 Minuten, ey. Gut, die nächste Tür habe ich geöffnet. Ich habe wieder einen Schlüssel. 2 Minuten 30. Ich habe einen Schlüssel, ich habe einen Schlüssel. Wo war noch mein Schloss? Was? Och Mann, scheiße, ich bin in der nächste Tür drin. Ja. Oh Mann, alles satanische Scheiße hier. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, sind da Tiere drin? So Käfige oder so. Soll man das in einer Stunde schaffen? Ja, so, oh Gott, ich hab gerade an meinen eigenen Laserpointer erschrocken. 2 Minuten. Ich hol die Taschenlampe. Ja, man schafft es schon. So, ja, jetzt komm ich voran. Aber. Oh, jetzt. Gleich holt er dich. Sei ruhig. Oh Mann, jetzt kommt wieder andere Musik. Bist du nervös? Nö, gar nicht. Gar nicht. Zumindest ist nichts in den Käfigen drin. Oh Mann, schon wieder Tierbilder. 1 Minute 8, das kannst du vergessen. Das kannst du sowas von knicken. So. Weißt du, kannst mich jetzt mal. Wie bitte? Nicht du, ich nehme jetzt die fucking Banane. Was für eine Banane? Ja, das ist eine fucking Banane. Nimm meine Taschenlampe. So, ich bin ready. Ich habe eine richtig süße Banane in meiner Hand. Da kann mir jetzt gar nichts. Vielleicht tauscht er ja mit dir dein Leben gegen eine Banane. Sag meinen zukünftigen Kindern, dass ich mir Mühe gegeben habe, diese Banane zu suchen. Denn ich habe das Ziel. Das Ziel war es, die ganze Zeit diese Banane zu finden. Ich habe gewonnen. Du kannst mir gar nichts. Ey, mit Sicherheit. Hä? Die Zeit ist um? Und? Bist du tot? Nee. Wie nee? Die Zeit geht jetzt ins Minus. Habe ich jetzt eine andere Dimension eingeschlagen? Oder die geben dir noch 5 Minuten Zeit. Die Musik hat auch aufgehört vor 20 Sekunden. Na, dann haben wir vielleicht einfach, hast du einfach verloren jetzt. Oder kommt jetzt gleich ein Jumpscare? Egal, es zählt, ich habe die Banane. Oder das nächste Escape-Spiel. Okay. Wenn das wieder so schlecht ist. Nein, diesmal finden wir 2 Bananen. Ich gebe zu, wir haben uns ein bisschen dämlich angestellt. Und die Banane ist doch kein Trostpreis, wenn man sich überlegt, dass ich eigentlich theoretisch gestorben bin. Ich hätte zwar erwartet, vielleicht war es auch nur ein Bug, dass am Ende mich jemand holt. Aber eigentlich bin ich ehrlich gesagt froh, dass niemand kam, um mich zu holen.
Sonst hätte das wahrscheinlich mein Herz nicht ertragen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und mal schauen, ob wir die nächste Escape Room-Möglichkeit besser absolvieren als dieses Beispiel. Es kann nur besser werden. Mein Name ist Andrew Fox. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.